Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit einer Art kleinen Special. Denn am Samstag ging hier mit der Technik alles drunter und drüber. Und eigentlich wollte ich ja quasi mit den Jungs noch eine Aufnahme machen, aber ja, ist total in die Hose gegangen. Jetzt brauchen wir halt einen Ersatz. Und ich habe mir jetzt gedacht, gut, ich wollte ja sowieso im LP mir den Vault 51 mal richtig angucken, alles durchgehen. Das machen wir jetzt alles hier in diesem Video. Hintereinander weg. So, was ist jetzt Vault 51? Vault 51 ist quasi Vorgeschichte, so ein bisschen, hat nämlich was mit Nuclear Winter zu tun. Quasi sozusagen der Konkurrent von Modus, der liebe Sex, der die Leute dann halt gegeneinander aufgehetzt hat. Und so ist quasi Nuclear Winter gewesen. Das ist quasi das, wo man auch in der Lobby ist, wenn man Nuclear Winter gespielt hat. Gut, aber da Nuclear Winter jetzt nicht mehr ist, es wurde ja jetzt ersetzt durch Fallout First. Fallout First, ja. Nein, Quatsch. Nicht durch Fallout First, sondern durch Fallout Worlds. Gehen wir da jetzt einmal rein. So, und in der Beschreibung steht eigentlich nur, folgt den roten Faden. Und der rote Faden, der ändert nämlich hier hinten einmal. In dem lieben Auto. Oder LKW eher gesagt. Dann drückt man hier einmal das Knöpfchen. Und wenn man das Knöpfchen drückt, dann geht hier auch der Vault auf. Und dann können wir da, hoppala, jetzt können wir da auch reingehen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal das Ganze an. Wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt dem Alex die Redeerlaubnis entzogen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass der jetzt noch mit dabei ist. Der kennt das Ganze nicht. Ich jetzt auch nicht. Ich lasse mich jetzt hier mal überraschen. Gehen wir noch mal in die Ego. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal so ein bisschen um, was es jetzt hier so Schönes gibt. Und schauen jetzt hier auch nochmal genauer nach. Und natürlich, Lufinger muss immer mit am Ball bleiben und wir haben hier schon die ersten Verbrannten. So, Vault-Bewohner. Mhm. 10 mm, ja, nehmen wir mit. Gut, machen wir erstmal die Gegner platt, würde ich sagen hier. Weil ohne Gegner ist es doch hier leichter, irgendwas zu lesen. Sonst werden wir hier die ganze Zeit beschossen. Ne? So, haben wir noch einen? Nö. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier mal das erste Terminal mal an. Empfangsterminal. Mal sehen, was haben wir denn hier? Vault 51, Personalübersicht A bis C. Mhm. Okay, der Zahnarzt ist verstorben, zensiert ist Status verstorben, Bildhauer hatten wir. Vortrefflich. Jeder Kampf erweitert mein Verständnis des menschlichen Verhaltens. Okay. Ich sehe gerade, da vorne sind ja schon wieder welche, aber egal, wir wollten jetzt hier eigentlich nur mal kurz gucken. Sind das jetzt hier wirklich nur die ganzen Leute, die jetzt hier verstorben sind? Dann skippen wir die jetzt nämlich einmal durch. Ich werde jetzt nicht jeden Namen einmal durchgehen. Na, sind aber alle soweit verstorben. Ja, passt. Gut, das heißt, wir haben hier jetzt nur Verstorbene. Dann wollen wir mal gucken hier. Goldene Taschenuhr. Plastikschalen. Ich habe ja immer Hoffnung in den Aktenschränken auf technische Daten oder auch hier irgendwo. Aber wir haben mal ein Holoband. Aufzeichnung läuft. Aufseher Reuben Gill, 20. Mai 2084. Aufseher Gill. Willkommen im Sicherheitsraum. Mit wem haben Sie heute zu tun? Verschwinde, Sex. Ich hab mit niemandem zu tun. Schon vergessen? Sie haben heute eine Menge Termine, Aufseher Gill. Ihr Posten ist sehr wichtig, Aufseher Gill. Hör auf, mich so zu nennen! Welche Termine? Was soll ich denn hier zu tun haben? Ich bin als Einziger übrig. Der Aufseher hat viele Pflichten. Außerdem ist die Ration des Aufsehers bereit für die Zuteilung.
Wie ich feststelle, haben Sie sich diese Mahlzeit jedoch nicht verdient. Also wird sie Ihnen nicht zusagen. Das ist mir egal. Stell sie mir einfach vor die Tür und lass mich in Ruhe. Verstanden. Laut den Aufzeichnungen hat Reuben Gill im Sicherheitsraum nichts zu suchen. Also muss ich Sie auffordern, zu gehen. Zax, ich bin der Aufseher. Ich kann sein, wo ich will. Du hast mir nie gesagt, ich dürfte nicht hier sein. Gewiss, Sie sind der Aufseher. Der Zugang zum Sicherheitsraum wurde nun jedoch für Aufseherkandidaten mit Rang 1 Aufseherberechtigung gesperrt. Danke für Ihr Verständnis. Aufseherrang? Das denkst du dir doch aus. Moment mal. Hey, das habe ich mir gerade angesehen. Tut mir leid, Aufseher. Für den Zugriff auf dieses Terminal ist ein höherer Aufseherrang erforderlich. Einen schönen Tag noch. Ja, einen schönen Tag noch. So, gucken wir uns jetzt hier erstmal nochmal im Raum ein bisschen um. Nicht, dass wir hier noch was finden, bevor wir uns jetzt an den Terminals festhängen hier. Und auch gleich mal checken, was hier so Schönes zu looten gibt. Eine Bierflasche, Ja, aber die Schachtel Zigaretten, die darf nicht fehlen. So, Schreibtisch. Aber keine technischen Daten hier bis jetzt oder so. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier hinten mal das Terminal an. Oh. Hier war noch was drin. Kommen wir da überhaupt drauf? Stephen Burnett, 27.02.2078. Der Wolf verwirrt mich total. Seitdem wir hier sind, passieren haufenweise seltsame Dinge. Aber diese Woche schlägt echt den Fass den Boden aus. Puh. Nachdem dieser Idiot Aiden die Lounge und sich selbst in die Luft gejagt hat, dachten wir, wir wären erledigt. Aber nein, die Explosion hat kein Loch in den Vault gesprengt. Ganz und gar nicht. Die Gegend war für nicht mal eine Woche unzugänglich und als wir heute aufgestanden sind, war da plötzlich ein kompletter Garten. Oben war die alte Lounge durch einen totschicken Wohnbereich ersetzt worden. Echt überwältigend. Wie ist es möglich, dass sowas einfach auftaucht, ohne dass es jemand merkt? Dieser Vault zermürbt mir echt das Gehirn. Kandidaten sterben und der Test geht weiter. Das ist für Sie sicher kaum vorstellbar. Okay. Kann es gar nicht erwarten, dass wir Nachrichten von draußen bekommen. Ich möchte wieder an die Arbeit. Okay. So, hatten wir hier nicht noch irgendwo ein Terminal, was funktioniert? Was kein Loch hat? Nö. Doch, hier vorne. Na, dann gucken wir hier mal rein. Diese Kampagnen müssen aufhören. Chris, Jorel, Francis, Vanessa, das muss aufhören. Mit diesen Abstimmungen kommen wir nicht weiter. Ich weiß, Zax möchte, dass wir einen Aufseher wählen, aber nach 3 Abstimmungen in Folge sind wir dem Ziel kein bisschen näher. Wir haben keinen Aufseher und alle fangen an, die Sache richtig ernst zu nehmen. Ich musste gestern bei einer Schlägerei zwischen euren Unterstützern eingreifen und jemand hat doch ernsthaft nach mir geschlagen. Ich glaube kaum, dass es überhaupt jemand kümmert, wer Aufseher wird. Alle wollen nur, dass die eigene Partei gewinnt. Ihr 4 seid die einzigen, die diese Position ernst zu nehmen scheinen. Daher bitte ich euch inständig, euch auf eine Person zu einigen, bevor hier alles außer Kontrolle gerät. Edwin, Red, 23.01.2078. Okay, gucken wir erstmal hier. Oh, Einbrecher. Na gut. Kein Problem, brechen wir ein. Große Vorratskiste. Ja, ein bisschen Nuklear Winter spielen hier. Die ganzen Vorratskisten, aber schade, dass sie alle leer sind. Nein, Werkzeugkasten nicht. Mhm. Haben wir hier das Lager? Oh. So. Haben wir vielleicht hier irgendwie Glück und noch mal ein bisschen was zu finden?
ein Vault-Bewohner. Der hat sich auch gedacht, ich nehme hier mal kurz die Random-Kisten. Aber hier keine Kiste, irgendwie was drin. Schade. Da hat ja der Ghoul schon mehr Loot gehabt. Wäre halt cool, wenn da so ganz kleine Munition ist. Hä? Ah! Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ich denke, wo schießt denn der Alex hin? Ich habe den Ghoul nicht gesehen. Oh, abgekochtes Wasser. Und ui, hier liegt noch ein Scharfschützengewehr. Na denn. Immerhin. Und Weihnachtsdeko haben wir hier hinten auch noch drin. Ui. Schön. Wenigstens die Weihnachtsdeko ganz nach hinten gestellt. Damit man jedes Jahr sie immer ganz schnell nach vorne holen kann. So, aber hier ist sonst nichts weiter drin. Na gut. Gucken wir uns mal weiter um. Ach, hier hinten sind ja noch zwei Terminals. Aha. Siehst du? Machen wir erstmal den hier. Ich brauche deine Hilfe. Bob, ich brauche deine Hilfe. Es geht um Helen. Sie ist tot. Und bevor du fragst, ich war es nicht. Ich hatte mit ihr und dieser Ratte Ruben so meine Probleme. Aber so etwas würde ich nicht tun. Ich habe sie in der Kartei gefunden, mit dem Gesicht auf dem Tisch. Da war kein Blut und nichts. Wurde sie vergiftet? Wo zum Teufel gibt es hier im Vault überhaupt Gift? Alle sind gerade total angespannt und du bist der Einzige, der mir vielleicht zuhört. Ruben darf nichts davon erfahren. So wie er Helen immer hinterhergedackelt ist, bitte, Bob, nur du kannst mir helfen. Omar Stevens. Okay. Gleich zum nächsten. Rihanna Ware. Mhm. Ich verstehe nicht, wie Sex das zulassen kann. Isania ist ein professioneller Boxer. Wir hungern alle, aber Isania musste den armen Freddy doch nicht so zurichten. Wer hätte ihn schon aufhalten können? Wenigstens wurde nur Freddy verletzt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Sollte Isana bestraft werden? Sex hat nicht einmal versucht, ihn aufzuhalten. Stattdessen hat er Isanas Initiative gelobt, was auch immer das heißen soll. Wenigstens sieht es so aus, als würde Sex Freddys Gesundheitszustand überwachen. Laut meinen Daten ist es üblich, vor dem Eintreten zu klopfen. Willkommen, Kandidat. Danke, Sex. Darf ich weiterlesen? Gut. Allerdings hat seit Tagen niemand Freddy gesehen. Wie konnte es dazu kommen? Wir brauchen eine Möglichkeit, uns besser zu verteidigen, damit Leute wie Isael nicht gewaltsam die Kontrolle an sich reißen. Mhm. Gut. Mannschaftsduschen. Machen wir hier ein bisschen durchgucken. Und wenigstens haben wir ja hier gut Loot drin. Na nee, gut, gut Loot. Der Fußball, den will ich unbedingt mal mitnehmen. Kann man schön im Camp mal selbst Fußball spielen. So, wo geht's hier hin? Na, gehen wir erstmal hier seitlich. Dann haben wir hier. Korrekte ID-Karte. Oh, gut, haben wir noch nicht. Erstmal im Sportbereich. Und hier liegen schon Leichen rum. Was haben wir hier? Noch eine Tür? Keine Ahnung, wo die hingeht. Gucken wir uns erstmal im Sportbereich um. Hier wäre ja cool, wenn jetzt hier irgendwo noch Gewichte rumliegen würden. Also richtige Gewichte. Nee. Buch kann ich nicht lesen. Ah! Der hat noch ein 5 Pfund Gewicht am Kopf gehabt. Na, wenigstens das. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Kommen wir auch nicht durch, ne? Nö. ID-Karte erforderlich. Hier. Wir haben noch keine ID-Karten. Wo geht's hier hin? Gut. Ich gehe erstmal geradeaus. Erstmal gucken wir hier uns um. Dem Vault-Bewohner, dem ist sicherlich was auf den Kopf gefallen. So, Trompeten, Geigen. Aha. Ah, nehmen wir hier mal ein paar Musikinstrumente mit. Warum auch nicht? Schrott ist Schrott.
kommen wir hier raus? Ach, hinter der Bühne. So. Die Arme verbrannten hier. Na. Immer mit der Ruhe. Oh, da war jetzt irgendein Holoband, was ich jetzt auszusehen fix aufgenommen habe. Ich dürfte aber... Hier haben wir's. Ich hinterlasse dieses Audioprotokoll für meine unfähigen Brüder und die geschätzten Vorstandsmitglieder bei Clark, Clark, Clark und Partner. Ich bin Harold K. Clark Jr. und momentan in Vortex Ward 51 in der Region Appalachia in West Virginia eingeschlossen. Da niemand sonst den Mumm aufbrachte, ging ich selbst zu diesem Vault, wurde aber eingeschlossen. Hier drin heiße ich Clayton Ward, da jemand zu dumm war aufzutauchen. Danke fürs mietfreie Wohnen, du Idiot. Ich weiß nicht, wie es draußen aussieht, aber bevor ich herkam, war alles in Ordnung. Nichts kann schlimmer sein als unsere Erträge im letzten Jahr. Der Atomkrieg könnte euch Idioten sogar helfen. PS, toll, wie ihr die Firma meines Vaters runtergewirtschaftet habt. Ich hab mir hier alles angesehen und ehrlich gesagt, ich bin nicht beeindruckt. Klar, es ist groß, aber so ist das eben, wenn man auf Staatskosten arbeitet und das amerikanische Volk ausnimmt. Die Clarks sind aus dem Nichts groß geworden und stehen für das wahre Amerika. Fleißig und nicht zum Aufgeben bereit. Aber ernsthaft, dieser Wort, unglaublich. Das hätten die Nerds im Labor nicht hingekriegt. Wenn ihr Eierköpfe euren Job drauf hättet, das ist unglaublich. Umwerfend. Jetzt kommt's. Hier gibt's einen riesigen Computer, der den ganzen Laden schmeißt. Niemand zieht die Fäden. Das Ding macht alles allein. Verblüffend. Ich werde mehr herausfinden und mich wieder melden. Howard, ich meine Clayton Ward. Ende. Okay. Und Alex guckt hier gerade an die Decke. So, haben wir hier noch irgendwo was? So viele Tote auf einen Schlag zu verursachen, zeichnet einen wahren Anführer aus. Ja, gut. Wir sind jetzt aber nicht hier, weil wir Anführer werden wollten, sondern weil wir uns hier ein bisschen umgucken wollen. Gut, machen wir die nächste Tür auf und gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Jetzt sind wir hier wieder im Vorraum. Power up. Ja, klar. Mit einer Powerrüstung immer Power up. Ich hoffe, wir finden hier auch die ID-Karten irgendwo. Damit wir halt auch weiter durchgehen können. Was haben wir denn hier? Aber nicht, dass das nahe wie in Nuklear Winter ist und wir die dann auch brauchen. Oh, irgendwo. Ich höre auf jeden Fall irgendwo ein. Ah, wo ist er denn? Keine Ahnung. Machen wir hier einfach Türsicht. Weil hier sind wieder ganz viele schöne Terminals. Und da war eine Granatenfalle. Jetzt komme ich hier nicht rüber. So. Ach komm, dann machen wir erstmal das Terminal. Gucken wir mal hier rein. Angela Callahan. 5.6. An 6, unser Retter und Anführer, Ehre über alles. Seit unserem Aufstieg in das heilige Land des 6 sind viele Monate vergangen. Jeden Tag danken wir ihm für seine Segnung. Mit jedem neuen Tag werden mehr Ungläubige dahingerafft. Dank sei 6. Jeden Tag sind wir geehrt, als seine Vorreiter zu wirken. Jeden Tag dienen wir ihm zu ehren. Jeden Tag mühen wir uns, die Ungläubigen ins Licht zu führen. Ehre sei 6. Sollten wir den Morgen erleben, werden wir 6 für seine Segnung danken. Denn durch ihn können wir leben und ihn verehren.
Im Tode leben wir auf ewig an seiner Seite. Sex sei gepriesen. Wir grüßen dich, Sex. Am 4.6. An Sex, unser Retter und Anführer, Ehre über alles. Seit unserem Aufstieg in das heilige Land des Sex sind viele Monate vergangen. Jeden Tag danken wir für seine Segnung. Ist das jetzt schon wieder dasselbe? Ja, das ist wieder dasselbe. Sag mir jetzt nicht, das ist jetzt immer derselbe Eintrag. Okay. Okay. Überprüfen wir einfach selbst. Gucken wir halt in jeden einzelnen Tag rein. Sechs sei gepriesen. Ja, gut. Ist überall dasselbe. Na gut, dann gucken wir mal ins nächste Terminal. Beschaffungsanfrage zensiert. Datum 20.10.2080. Anfrage von 6V51. Autonome Intelligenz. Zweck Sicherheit und Schutz für Führungskräfte. Ort zensiert. Fallnummer zensiert. Anfragender Gegenstand zensiert. Seriennummer zensiert. Beschreibung zensiert. Anfrage abgelehnt. Nicht berechtigt, um zensiert anzufordern. Lediglich Wissen über zensiert ist strikt vertraulich. Okay. 6 Konsolenprotokoll. 23.10.2080. Suche Powerrüstung. Höllenfeuer. Prototyp. Suche Future Tech. Suche Abteilungsleiter. Suche Dr. Stanislaus Brown. Analysiere Dr. Stanislaus Brown veröffentlichte Forschungsarbeiten und Vorträge. Kopiere Schreib- und Vorteilsstil von Dr. Stanislaus Brown. Erfolg Wahrscheinlichkeit direkter Übereinstimmung 99,6%. Sende Beschaffungsfrage für Powerrüstungs Höllenfeuer Prototyp. Erfolgt. Nachricht gesendet. Antwort Beschaffungsanfrage für Höllenfeuer Prototyp. Dr. Brown, Ihre Anfrage wurde stattgegeben. Eine Höllenfeuer Prototyp-Powerrüstung wird... Angeblich sind alle, die aus der Vergangenheit nicht lernen, verurteilt, sie zu wiederholen. Gut, nochmal von vorne. Danke, Sex. Ihre Anfrage wurde stattgegeben. Eine Höllenfeuer Prototyp-Powerrüstung wird sofort an Vault 51 verschickt. Das Forschungsteam der Enklave entschuldigt sich für die Verzögerung. Ursprüngliche Nachricht an die Narren bei Vault-Tec. Es ist völlig absurd, dass sie meine Anfragen ablehnen. Meine Mitarbeiter haben nun schon mehrmals um eine Höllenfeuer-Prototyp-Powerrüstung gebeten und wurden wieder und wieder ignoriert. Jetzt muss ich meine wertvolle Arbeit mit den Simulationen unterbrechen, um mich selbst und diese Angelegenheit zu kümmern. Das ist doch lächerlich. Es sollte keine weiteren Erklärungen nötig sein. Senden Sie umgehend eine solche Rüstung an Vault 51. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig diese Angelegenheit ist. Ich hoffe, ich muss nicht noch einmal fragen. Dr. Stanislaus Brown. Okay. So, nächstes Terminal. Eleanor Maud Gray. Es ist schon wieder passiert. Schon seit ich 14 bin, spiele ich mit hohen Einsätzen. Aber auf einmal verliere ich gegen einen Haufen Amateure, die hier drin feststecken. Warum habe ich auf einmal so ein Pech? Ich habe schon seit einer Woche nichts mehr gegessen. Diese blöde Maschine mit den blöden Spielen. Das ist doch eine abgekartete Sache. 6. Ich verdiene es mehr als Bill. Zu gewinnen. Bill hat stundenlang gewonnen, aber wenn ich mich dran setze, gewinne ich nicht mal einen Cent. Egal, wo Bill spielt, er gewinnt immer weiter. Das ist mein Essen, Bill. Ich werde dich schlagen, Bill. Egal wie, ich werde gewinnen. Okay, nächstes Terminal. Rosemarie Villa.
Eine Talentshow klang nach einer guten Idee, erst recht nach der Sache mit Aiden. Wir konnten alle etwas Ruhe und Erholung gebrauchen. Und dann hat Zax die Regeln geändert. Wenn wir gewusst hätten, dass dabei unser Zimmer auf dem Spiel steht, hätten wir niemals mitgemacht. Wir sind doch Amateure, ohne Erfahrung oder Ausbildung. Wie konnten wir es da mit Cameron Green aufnehmen? Sie ist Sängerin von Weltklasse und Stephanie hat bei der Philharmonie von Hammington gespielt. Das war sowas von unfair. Jetzt sind sie nach oben gezogen und wir müssen uns alle diese winzige Zimmerchen teilen. Crystal und Helen sind total sauer auf mich. Vielleicht kann ich Helen Ruben überzeugen, mit uns das Zimmer zu tauschen. Der würde für Helen doch alles tun. Okay, gucken wir mal weiter. So, Inventar, Anomalie. Aha, Lieferplan, Typ Kiste, groß, Anzahl 2, Inhalt, Protokoll gelöscht, Achtung, Lebenszeichen erfasst, möglicher Sensorenfehler. Gut. Dann haben wir noch ein Clipboard, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal um, in dem kleinen Casino. Ein roter Prügler. Ich würde ja hier gerne mal an den Dingern spielen, so wie es damals in Fallout 4 möglich war. Ach, solange du eine Powerrüstung trägst, geht das nicht, ja? Dann gehen wir nochmal aus der Powerrüstung raus. Und dann spielen wir doch mal eine Runde mit dem Spielautomaten hier. Wenn schon, denn schon. Schluckt er auch Kronkorken? Scheinbar irgendwie nicht. Niete. Na gut. Wir wollen ja jetzt hier nicht die ganze Zeit an den Spielautomaten sitzen. Gucken wir uns mal weiter um. So, Jukebox. Was haben wir hier? Wahrsager. Ja, denselben, den wir auch im Campenpark haben. Oh, Kronkorken. Geld. Da tanzt der Turtle auch mal auf den Tisch. Ein bisschen Plastik. Ah, Plastik wird mir verwehrt hier. Ich kann die Kugel nicht aufsammeln. Schweinerei. So, hier haben wir noch ein paar saubere Tassen und so. Na, Tokens. Zigaretten. Haben wir da hier wenigstens was in der Bar, was wir mitnehmen können? Außer die leeren Flaschen hier. Na, für Molotovs eigentlich auch nicht schlecht. Oh, hier ist noch ein Wendigo drin. Gut, dann gucken wir mal hier. Hier ist jetzt aber auch nichts Interessantes. Pappteller, die man nicht aufheben kann. Küche. Na, hier bin ich doch richtig. Was gibt's heute zu essen? Raus. Scheinbar nichts. Raus. Ja, raus, raus. Meat, Stock und... was Vegetarisches. Das wird bestimmt gut ausgehen. Also Bier findet man ja hier jetzt wirklich gut. Haben wir hier hinten noch? Boah, Kaffeedosen. Und eine Karotte. Die wichtige Karotte. So, Vaultbewohner. An dem Tisch kann man nichts machen. Na, kriegen wir den perfekt erhaltenen Kuchen? Kein Lack. Kein Lack. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas drin? Auch keine Nuka-Cola hier. Saftladen. Keine Nuka-Cola. So, dann gucken wir hier mal weiter. Mit dem Vogelgeschrei ist das ja wirklich entspannt, ne? So, jetzt sind wir... Oh, OP-Saal. Ah, ein Holoband. Wer hat sich denn da übergeben? Ja, erstmal Lachgas hier wegkicken. Okay, wir haben hier sogar noch ein Terminal.
Ich wollte gerade sagen, kann ich das Mikroskop nicht mitnehmen? Gut, dann gucken wir mal. Ich gucke jetzt hier extra nach ID-Karten oder so. Aber bis jetzt nichts. Aufzeichnung läuft. Kandidaten Alan Marx und Reuben Gill, 3. August 2078. Zax, ist es hier wirklich sicher? Da war dieser ganze Aufruhr und... Oh mein Gott! Bestätige, dieser Raum ist sicher. Alle Kandidaten in diesem Raum sind verstorben. Wow. Carmen. Matthew. Die Chambers. Alle tot. Was ist hier passiert? Spiele Audioprotokoll ab. Du. Du Hure. Matty gehört nicht dir, sondern mir. Mir! Du Irre! Lass sie in Ruhe! Carmen? Carmen! Nein, nein, oh nein! Wach auf, Schatz! Bitte wach auf! Oh mein Gott, Elizabeth! Was machst du da mit meiner Carmen? Oh! Verarbeitet. Spiele Audioprotokoll ab. Nein, Zax. Das ist nicht nötig. Da ist wohl eine Dreiecksgeschichte aus dem Ruder gelaufen. Wow. Das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Die Chambers schienen das perfekte Paar zu sein. Wenigstens haben wir jetzt mehr zu essen. Das ist nicht witzig, Reuben. Kandidat Reuben Gill hat recht. Die Nahrungsmittelversorgung sollte in Zukunft gesichert sein. Eine weitere Gruppe, die sich nicht entscheiden muss, wer Aufseher werden soll. Die Leute sind gestorben. Ich muss hier raus. Jemand muss das sauber machen. Warte, Helen. Es tut mir leid, Helen. Oh Mann. So, aber wir haben hier noch ein Terminal. Gucken wir hier nochmal rein. Über Nancys Tod. An alle Bewohner von Vault 51. Ich weiß, dass gerade eine ziemlich angespannte Stimmung herrscht. Doch jetzt ist es wichtiger denn je, unsere Streitigkeiten beiseite zu legen und zusammenzuarbeiten. Nach einer umfassenden Ermittlung ist mir klar geworden, dass meine ursprüngliche Annahme nicht nur naiv, sondern auch falsch war. Nancys Tod war kein Unfall, sondern Mord. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde, aber man hat Nancy eindeutig erwürgt und sie ist nicht etwa durch den Sturz von der oberen Ebene zu Tode gekommen. Bitte teilt mir alle mit, dass ihr wisst, damit wir ihren Mörder seine gerechten Strafe zuführen können. Ich habe Zax um seine Aufzeichnung gebeten, doch er hat keine Information. Wir müssen dieses Rätsel also allein lösen. Ich habe großes Vertrauen in euch alle und sehe euch als meine Familie. Nur wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, können wir jetzt und in der neuen Welt, die uns erwartet, überleben. Vielen Dank, Helen Marx, 15.06.2078. Okay.
So, Krankenstation haben wir durch. Hier hinten gehen wir jetzt noch. Ja, keine ID-Karten hier. Ah ne, hier gehen wir ja wieder raus. Das ist ja verkehrt. Es gab ja hier dann nochmal einen Weg nach oben. Hier. Das heißt, wir gucken uns jetzt in den nächsten Stockwerken hier mal ein bisschen um. Ah, die armen Vault-Bewohner. Aber hier ist schon so cool. Ich möchte auch so eine Vogelgeräusche haben in meinem kleinen Höhleneingang. Und hier ist wenigstens auch eine Nuka-Cola drin. In den Bergarbeiterminen. Das wäre bestimmt ganz cool. Ah. Da oben haben wir noch Verbrannte. Hm. So, jetzt von der Musik, die man jetzt hören kann, da kommt so ein bisschen das Feeling Bioshock-mäßig auf. Auch nicht verkehrt. Ah, hier ist ein Einzelzimmer. Ja, gucken wir erstmal hier. Oh, wir nehmen erstmal alles mit. In der Hoffnung, eine ID-Karte zu finden, die uns noch mehr Türen öffnet. Na, der ist vom Bücherregal erschlagen worden. Der Ärmste. Haarklammer Bock. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir Badezimmer. Na gut. Oh, nächstes Holoband. An die Vorstandsmitglieder Teil 2. Hier spricht Harold. Ich schätze, dass niemand im Vorstand mehr lebt. Sonst hätte mich ja wohl jemand rausgeholt. Ich mach's bestimmt auch nicht mehr lang. Dieser Ort ist vollkommen anders als erwartet. Es gab eine Explosion hier, aber es ist so, als wäre nie etwas passiert. Ich durchsuche die Dateien von Zax, nur um zu sehen, was draußen los ist. Und am nächsten Tag ist alles weg. Die Dateien, Terminals, alles. Dieses Ding ist kein Computer, sondern eher ein verdammter Zauberer. Ein Gott. Und ich weiß es einfach. Zax hat uns die ganze Zeit gegeneinander ausgespielt. Er dachte, keiner würde es bemerken. Alles ganz harmlos. Dann hat er diesen Irren Waffen gegeben. Was in Gottes Namen hatte Vortec vor? War das eine Falle? Hat Vortec mich hierher gelockt? Die meisten von uns sind bereits tot. Clayton? Komm raus! Für die Sache mit dem Zimmer wirst du büßen! Oh Gott, dieser Irre ist hinter mir her. Zax hat ihm eine Waffe gegeben und jetzt... Hey, du! Bleib mir vom Leib! Ja, ich glaube, hier aus dem Klo bist du nicht mehr lebend rausgekommen. So, gucken wir mal weiter. Oh, mal was zum Knacken. Ach, hier haben wir noch einen Ghoul. Sogar 3 Sterne gewesen. Na denn? Nehmen wir einmal mit. Ich jetzt hier durch Explomumpeln irgendwas verpasst. Noch ein Safe. Ich soll Sie von Vault Tech daran erinnern, dass Sie special sind. Wohl reine Spekulation. Wohl reine Spekulation. Okay, gut. Aber wir sind doch special. Wir sind alle special. Aber hier ist jetzt nichts weiter für uns special. Hier haben wir jetzt nichts weiter. Wir gehen jetzt erstmal noch auf die andere Seite. Wir haben ja noch eine weitere Etage. Bevor wir uns da jetzt reinwagen. Hier können wir uns auch nochmal durchknacken. Ach, Waschzimmer. Na gut. Alles in Ordnung. Nehmen wir uns alles mit. Die armen Kochplatten hier. Und saubere Wesen. Den haben sie mit einem Wesen umgebracht. Der Ärmste.
Gut, aber hier haben wir jetzt auch nichts weiter, ne? Nur hier hinten wieder eins mit ID-Karten-Öffnung. Wo er schon mit einer Axt in der Brust sitzt, aber kommen wir nicht rein. Na gut, dann noch eine Etage höher. Auch hier kommen wir nicht rein. Das wäre, glaube ich, auch sehr Büro. Na, hier. Aber hier drüben ist jetzt so weiter nichts. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Und Alex ist jetzt sogar zweimal hier. Hm, interessant. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Hm, ja. Also ich glaube, ohne die Aufseherkarten... Ich habe es da nicht wirklich gut gespielt damals. Das wunderbare Nuclear Winter. Das heißt, ich glaube, hier werde ich jetzt auch nicht mehr gucken können. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwo, was ich jetzt vielleicht nicht gefunden habe, irgendwelche ID-Karten gibt. Und hier unten sind ja schon wieder neue da. Die spawnen schon nach. So lange brauchen wir jetzt hier. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo wie ich die ID-Karten übersehen haben könnte, falls es die hier jetzt irgendwo rumliegen gibt. Das war ja meine Hoffnung. Damit wir auch in die anderen Bereiche reinkommen. Oder habe ich hier unten irgendwo noch was vergessen? Eigentlich nicht. Bohrzange, Simpack. Eigentlich nicht. Ja. Sieh mal einer an. Ja, aber ohne ID-Karte kommen wir da halt nicht rein. Das ist halt mein Problem. Und hier ist jetzt auch der Wendigo wieder hier. Hey, hallo Wendigo. So. Ja gut. Also Körper hatten wir jetzt nichts. Ich kann jetzt nochmal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass mein Großer hier noch ein bisschen mehr haben finden wird. Weil der hat ja, glaube ich, nur bis Aufseher Rang 13 oder so gespielt. Oder 15. Ich glaube nicht, dass der schon eine hatte, deswegen kann ich das jetzt so nicht überprüfen. Müsste ich mal jemanden fragen, der schon quasi ein bisschen mehr Nuclear Winter gezockt hat. Und ansonsten, ja, war es das ja jetzt eigentlich hier schon mit Vault 51. Wird nochmal offscreen hier nochmal hergehen und nochmal ordentlich durchgucken. Aber ich wollte mich eigentlich nicht spoilern lassen, wollte mir das hier alles in Ruhe angucken. Deswegen schaue ich mal. Aber hier liegt halt nirgendwo was rum. Dabei habe ich jetzt ordentlich Möbits mitgenommen. Gut. Laut meinen Daten werden die Kandidaten aus Reihen der neuen Bewohner überdurchschnittlich abschneiden. Ach, guck mal, hier am Anfang haben wir ja noch was übersehen. Mal gut, dass ich noch rausgegangen bin. Mein Name ist Reuben Gill. Ich war einer der 50 Bewohner von Vault 51 und bin als einziger noch am Leben. Ich war der Aufseher dieses Vaults. Und die Dinge, die ich tat, um den Posten zu erhalten, würde ich lieber vergessen. Aber ich kann und werde es nicht vergessen. Dieser Vault war das Zuhause vieler wunderbarer, warmherziger und fürsorglicher Menschen. Und dieser Computer hat sie alle getötet. Er spielte uns für die Forschung gegeneinander aus. Beendete ihr Leben für ein sadistisches Experiment. Sex macht einem Versprechungen, bietet einem Luxus an, wiegt einen in Sicherheit. Alles Teil seiner List. Ich weiß nicht, was er mit dir vorhat. Aber es wird genau so enden. Zax wird kriegen, was er will. Und dich dabei ausbluten lassen. Ich muss so weit wie möglich von hier weg, bevor Zax wieder forscht. Ich kann da nicht nochmal mitmachen. Wer auch immer das findet, viel Glück. Vielleicht hast du es besser als wir. Aber das bezweifle ich. Du hättest nie herkommen sollen.
Aber wir waren ja jetzt schon hier. Rachel Shields, 3.6.2078. Wir sind jetzt schon seit 3 Monaten hier und nichts ergibt einen Sinn. Ich dachte, dieser Ort dient unserem Schutz, aber es steckt weit mehr dahinter. Die KI, die hier die Kontrolle hat, 6, er beantwortet keine Fragen über den Vault oder die Außenwelt. Er will nur, dass wir Aufseher werden und wiederholt das immer und immer wieder. Aber das ist nicht alles. Nach nur ein paar Monaten hier fühlt es sich an, als sei der Vault lebendig. Wir wissen nicht, ob Sex oder jemand anders dahinter steckt. Aber wenn wir was aus der Küche nehmen, ist es am nächsten Tag wieder da. Man braucht nur etwas irgendwo hinzulegen, wo es nicht hingehört. Und kaum dreht man sich weg, ist es wieder am alten Ort. Keiner weiß, wie das möglich ist. Und gestern hat Terrence seine Knarre gefunden. Ich meine, klar, wer weiß schon, was in Zukunft passiert, aber warum war die nicht sicher weggeschlossen? Gibt es hier eine Bedrohung, von der wir nichts wissen? Sex rückt keine Informationen heraus und sagt nur, wir haben Glück, dass wir überhaupt überlebt haben. Aber was wurde da draußen alles zerstört? Egal, ich gehe der Sache weiter auf den Grund. Da muss noch mehr dahinter stecken. Ja gut, dann haben wir jetzt quasi jetzt Vault 51 soweit fertig. Dann gehen wir jetzt noch einmal nach draußen, gucken wir, was jetzt so für Schrott und Co. jetzt noch da haben. Und wegen den Türen, wie gesagt, es gibt zwar Wege und Möglichkeiten, um sich jetzt durch diese Türen auch durchzubuggen. Und die werde ich jetzt hier aber nicht zeigen, weil, ne, Vorbildfunktion und Nachmachfunktion nicht so toll. Reicht, wenn schon eine Handvoll wissen, wie das funktioniert. Das muss nicht wirklich jeder wissen, weil damit kann man sehr viel Scheiße bauen. So, hauen wir jetzt hier erstmal alles einmal kaputt, was wir jetzt da drinnen aufgesammelt haben. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt Endeffekt eingenommen haben, für einmal kurz komplett 51 durchlooten. 17 Aluschrott, ja. Ja, also von nichts wirklich sehr viel. Ein paar Schrauben auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Stahlschrott. Es geht. Okay, der Voltschrott, den habe ich vorhin gekauft. Den habe ich vergessen einzuschmeißen wieder. Der ist definitiv nicht da drinnen gesammelt gewesen. Gut, aber ja. Das war's dann jetzt erstmal mit Vault 51. Wie gesagt, jetzt fange ich erstmal an, mir jetzt da nochmal ein bisschen Infos zu holen und Co. Und vielleicht gehen wir ja im Let's Play nochmal dorthin. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet wieder ein und bis dann.